Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass Sie da sind zum Doc11-Talk zur Buchmesse. Jetzt sprechen wir über ein Thema, das ganz aktuell ist und sehr, sehr spannend, wo wir bestimmt ein sehr bereicherndes Gespräch haben werden, nämlich zum Thema Diversität. Wie divers sind wir im Buchmarkt? Wo kommen neue Autorinnen und Autoren auf? Und wo gibt es noch ganz viele unausgeschöpfte Potenziale? Und was können wir da in der Gesellschaft noch lernen? Dazu habe ich drei tolle Menschen, mit denen wir jetzt darüber sprechen werden. Einmal Magda Birkmann, Aktivistin, Buchbloggerin und Buchhändlerin, hat bei Suhrkamp Online gearbeitet. Jetzt ist sie Buchhändlerin bei Ocelot in Berlin-Mitte. Und ihr wollt Indie-Verlage fördern und Bibliodiversität. Gib uns doch mal ein kurzes Spotlight, wie breit ihr da mittlerweile aufgestellt seid. Also wir arbeiten schon ganz klassisch auch mit großen Verlagen zusammen, aber unser Fokus ist schon, dass wir versuchen, möglichst viele kleine Indie-Verlage im Programm zu haben, die auch wirklich zu fördern mit Veranstaltungen. Wir begehen jedes Jahr den Indie-Book Day ganz groß. Das ist quasi der Feiertag der unabhängigen Verlage. Und da machen wir eigentlich immer online und offline im Laden ziemlich viele Events zu und bestellen Bücher und haben Veranstaltungen, haben AutorInnen, die bei uns lesen und so. Also ist das schon ein wichtiger Punkt, wo du sagst ja, dass wir versuchen, das wirklich mit allem, was wir haben, zu fördern. Schon, ja. Ja, dann können wir ja starten mit dieser Idee. Dann haben wir Dennis Ode in Frankfurt am Main geboren, Germanistik in Leipzig studiert, wo sie auch lebt. Und du hast im Sommer deinen Debütroman rausgebracht, Streulicht, bei Suhrkamp. Sag uns doch selbst mal in zwei, drei Sätzen, worum es ging. Ja, hallo auch von mir erstmal. Genau, der Roman Streulicht, der kommt im August raus. Und es geht darin um eine Ich-Erzählerin, die an ihren Heimatort zurückkehrt und dort sich an ihre Jugend erinnert. Dieser Ort liegt an einem Industriepark, der die Landschaft und die Bevölkerung sehr prägt. Also ihre Familie hat dort in den Fertigungshallen gearbeitet, ihr Vater und ihr Großvater, ihr ganzes Leben. Und ihre Mutter ist aus der Türkei migriert. Und diese beiden Aspekte ihrer Identität, also die Migration und der Arbeiterhintergrund, bestimmen dann quasi ihre Schullaufbahn in der Hinsicht, dass sie vorzeitig vom Gymnasium geht und dann auf dem zweiten Bildungsweg ihre Abschlüsse nachholt und trotzdem aber ihr ganzes Leben Probleme hat, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Also ein Roman über eine Art Fremdheitsgefühl, können wir das so sagen? Ja. Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ihr beiden da seid. Und die dritte im Bunde, herzlich willkommen Schwarz-Rund, hallo. Du bist als schwarze deutsche Dominikanerin nach Bremen gekommen mit 3 Jahren, lebst seit fast 10 Jahren in Berlin. Seit 2013 publizierst du auf deinem Blog und in mehreren Magazinen. Und du hast ebenfalls einen Roman rausgebracht, der heißt Biskaya. Gib uns da gerne auch mal 2, 3 Eindrücke schon aus dem Roman. Genau, außerdem studiere ich auch noch Gender Studies im Master, der Hauptsache. Ich versuche das zu erwähnen, weil es wichtig ist, zu sagen, dass schwarze Menschen auch in der Akademie sich bewegen. Genau. Stimmt, habe ich hier auch stehen. Dann können wir es jetzt kurz noch ausbreiten. Lass es uns machen. Du hast einen Bachelorabschluss in Kulturwissenschaften und Gender Studies und in Gender Studies masterst du gerade, ne? Genau, ich stehe kurz vor der Abschlussarbeit. Endlich. Yes. Genau, Biskaya war mein Erstling und ist 2016 erschienen und handelt von einer ungefähr 35-jährigen schwarzen Person in Berlin. Und sie ist queer und sie ist Musikerin einer Hamburger Schule-Band. Hamburger Schule ist so eine Indie-Musikgenre, was sehr männlich weiß dominiert ist, um nicht zu sagen, dass alle männlich und weiß sind in dem Genre. Und deswegen habe ich eben diese Person kreiert, die sich in genau dieser Szene bewegt. Und in dem Buch geht es um relativ viele Themen. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie Freundinnenschaften gerade aus queerer Perspektive eben Familie sind, wie sich Schwarzsein ganz unterschiedlich anfühlen kann für verschiedene Personen. Deswegen war mir das wichtig, die jüngste Person ist 12, die älteste Person ist schon über 50, um zu zeigen, wie unterschiedlich das eben das Leben bestimmen kann. Es geht aber auch um deutsche Kolonialgeschichte, es geht um Bewegungsgeschichte und es gibt Songs. Genau, es ist ein sehr breit gefächerter Roman. Wenn du sagst, wie Schwarzsein sich anfühlt, wolltest du beschreiben, wie fühlt sich das denn für dich an? Ich
glaube, deswegen schreibe ich, weil sich genau das eben nicht in einem Satz beantworten lässt und ich mich darüber freue, das nicht mehr mit einem Satz beantworten zu müssen. Mhm. Wenn wir jetzt über Diversität in der Buchbranche sprechen, Magda, du hast ja auch schon reingelesen, wir haben beide schon reingelesen in Biskaya, ne? Das ist jetzt nicht so was, was man den mainstreamigeren Verlagen zutrauen würde, dass sie sowas direkt nehmen und verlegen, oder was war da dein Eindruck? Ja, das war schon, also ich bin erst am Anfang, ich habe jetzt 50 Seiten, ich habe dich aber schon mal, ich glaube, es war letztes Jahr beim African Book Festival lesen hören, da hatte ich mir das dann auch damals gekauft und mein Eindruck ist schon, dass du, glaube ich, kann ich vielleicht so sagen, wenig Rücksicht jetzt auf irgendwie ein mainstreamiges, weißes, deutsches, klassisches Lesepublikum irgendwie nimmst, was glaube ich, was ich gut finde, aber meine Erfahrung ist, dass viele große Konzernverlage dann nicht so mutig sind und sagen, unsere Leser, die können sich damit nicht identifizieren, die lesen sowas nicht. Und das ist dann genau an den kleineren und den unabhängigen Verlagen hängen bleibt, sich was zu trauen und auch das Feld von dem, was irgendwie als Literatur und veröffentlicht wird, anerkannt wird, zu öffnen. Also die kleinen Verlage sind mutiger in meiner Wahrnehmung. Da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drin. Warum sind größere Verlage nicht mutiger? Was fehlt da? Ich würde sagen, da fehlen die die vielfältigen Mitarbeiter mit verschiedenen Hintergründen und Erfahrungen. Also ich würde sagen, die deutsche Buchbranche auf Verlagsseite und auch auf Buchhandelsseite ist sehr, sehr, sehr homogen, sehr weiß, sehr cis, sehr hetero. Und das ist ein Problem. Wenn ihr sagt, ihr wollt was verändern und ihr wollt auch Indie-Verlage fördern, ihr seid für Bibliodiversität, inwiefern versucht ihr da jetzt drauf zu achten oder seid ihr an dem Punkt selber auch noch gar nicht? Also wir versuchen eben darauf zu achten, viel Bücher einzukaufen und da zu haben von kleinen unabhängigen Verlagen, wo wir eben direkt beim Verlag bestellen, direkt mit den Verlagen kooperieren, manchmal denen auch Schaufenstergestaltungen oder Regalgestaltungen direkt zu überlassen, was ja die großen Verlage auch machen, bloß die kaufen sich ein. Also wenn jetzt irgendein Bestseller von Random House bei Thalia stapelweise auf dem Tisch liegt, dann ist es meistens, weil die sich da eingekauft haben. Und da versuchen wir so ein bisschen gegenzuhalten. Also bei uns kauft sich keiner ein, sondern wir versuchen bewusst zu fördern, die kleineren, unabhängigen Programme, die vielleicht übersehenden Sachen, die auch im Feuilleton nicht stattfinden. Mhm. Schwarz-Bund, inwiefern hast du dich mit Verlagen beschäftigt? Wie war da deine Herangehensweise, deinen Roman zu veröffentlichen? Wie es kam, dass ich zu einem Verlag kam, war relativ unüblich, weil ich tatsächlich aus meiner Erfahrung mit Poetry Slam Büchern und verschiedenen Verlagen, vor allem wie schwer es eben für diese kleinen Verlage war, marginalisierte Literatur zu verkaufen, für mich entschieden hatte, das Buch selber rauszubringen, 2015, und hatte eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die war auch sehr schnell sehr erfolgreich gewesen. Und dann hat mich eben der queere POC-geleitete Verlag Zaglossus aus Wien angeschrieben. Und ich war erst relativ misstrauisch, habe mich auch nicht so wohl damit gefühlt. Und dann haben wir aber tatsächlich recht erfolgreich bis Anfang dieses Jahres zusammengearbeitet. Und ich war sehr dankbar über das sehr, sehr professionelle Lektorat. Ja, einfach über die Betreuung von dem Buch, was halt für mich eine ganz neue Erfahrung war. Zwischen 2016 und jetzt habe ich natürlich mit sehr viel mehr Verlagen gearbeitet, also großen und kleinen, weil ich in mehreren Anthologien erschienen bin. Und mittlerweile habe ich auch nicht mehr so eine Berührungsängste mit Verlagen. Aber für mich war das damals eine wichtige Position zu sagen, meine Geschichte hängt nicht von euch ab. So, ich entscheide, wie die in die Welt kommt. Und das hat mir in den Verhandlungen halt auch ein ganz anderes Standing ermöglicht. Woher rührte dieses Misstrauen oder diese Berührungsangst mit Verlagen? Und bezog sich das generell auf Verlage oder auf eine bestimmte Art von Verlag? Also ich habe zunächst mit Poetry Slam Verlagen gearbeitet, um deren Bücher zu verkaufen, weil ich in der Poetry Slam Szene als Veranstalterin tätig war. Und habe dadurch eben erfahren, wie schwer es für die auch ist, marginalisierte Literatur
zu verkaufen und wie sehr sich dieser Druck, den Verlage quasi erfahren, dann auswirkt auf das, was veröffentlicht wird und auf die Art, wie Sachen veröffentlicht werden. Und ich wollte halt mit meinem ersten Roman, gerade weil ich eben nicht in einer dieser fancy Schreibhochschulen war, genau diesem Druck entgehen, um genau das Gefühl auszulösen, was jetzt ja auch Magda gerade beschrieben hat, einfach ein Buch, was sich nicht verfälscht. So ein Buch, was einfach für sich steht und eine Geschichte erzählt für, ja, also wie Ottilia gesagt hat, für Personen wie mich. So, genau. Wie ging es dir da, Dennis, mit deinem Buch? Ich habe schon mal in dein Buch reinlesen dürfen. Ich würde sagen, es ist zwar aus einer spezielleren Perspektive beschrieben, so wie du das eben auch beschrieben hast, ist aber doch eine kleine Ecke, ich sag mal, mainstreamiger als jetzt Schwarz-Runds Buch. Wie ist da deine Erfahrung gewesen mit den Verlagen und auf der Suche? Ja, also ich glaube, ich bin ziemlich einen klassischen Weg gegangen eigentlich. Also ich war auf so den einschlägigen Wettbewerben, also beim Open Mic und bei dem Klagenfurter Literaturkurs. Und dann habe ich eine Agentur gefunden. Dann habe ich nochmal die Agentur gewechselt und dann bin ich zu Suhrkamp gekommen. Also es war irgendwie, im Nachhinein bin ich selbst total überrascht darüber, wie leicht es irgendwie dann letztendlich doch war. Ja, aber ich kann auf jeden Fall, was Schwarz-Rund vorhin gesagt hat, dieses Gefühl, dass man so die eigene Geschichte so in der Hand behalten will, das war auf jeden Fall auch was, was mir auch von Anfang an so wichtig war und was ich als Entschluss auch gefasst habe, dass ich auf keinen Fall mit Leuten arbeiten werde, die das nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder die irgendwie Sachen daran ändern wollen, die ich nicht ändern will. So. Das heißt, du hast sie auch in der Hand behalten und hattest auch das Gefühl, das wird so verstanden, wie es gemeint ist. Genau, also die Lektorin Martina Wunderer, die ich dann gefunden habe, hatte ich das auf jeden Fall von Anfang an das Gefühl, dass die das eigentlich zu 100% versteht, was ich da machen will. Magda hatte ja am Anfang einen spannenden Punkt gesagt, im Sinne von, für wen ist das Buch geschrieben? Dass Schwarz-Runter sehr mutig einfach geschrieben hat, was sie denkt, was geschrieben werden muss. Wie war das bei dir? Hast du dich an ein bestimmtes Publikum innerlich gewandt oder hast du einfach aufgeschrieben, was du auch fandest, was man einfach mal aufgeschrieben werden muss? Also ich hatte jetzt kein Publikum im Kopf, nee. Also oder, kannst du das nochmal irgendwie genauer wiederholen? Ja, so dieses, dass man sich Gedanken darüber macht, wie das beim Mainstream ankommen könnte, wie man damit möglichst viel Erfolg hat, was Menschen vielleicht gerne lesen möchten, so in diese Richtung. Ach so, ja, das war auf jeden Fall, ich hatte das auf jeden Fall im Hinterkopf, so als, also nicht, dass ich mich irgendwie angestrengt hätte, irgendjemandem zu gefallen, aber es war natürlich schon so eine Angst quasi im Hinterkopf, ob das dann jemand verstehen wird. Und es, also das hat auch schon eine Weile gedauert, bis ich den Modus gefunden habe, wie ich halt das ausblenden kann. Also weil ich dann auch gemerkt habe, sobald ich versuche, irgendwie so zu schreiben, was ich denke, was irgendjemand hören will, weil ich noch nicht mal weiß, also was dann eigentlich auch nur so diffuse Personen sind, die es ja gar nicht gibt, dann wird es auch einfach schlecht. Also ja. Und hattest du das Gefühl, wenn wir über Diversität sprechen, dass das eine Rolle gespielt hat, dass du türkische Wurzeln hast und inwiefern? Ja, das ist eine Frage, das weiß ich nicht so genau. Also das ist auch so eine Sache, die irgendwie immer im Hintergrund mitschwingt, entweder positiv oder negativ, dass ich mich entweder frage, bin ich irgendwie eine bequeme Person mit Migrationshintergrund, weil ich eben, auch wenn es bei mir länger gedauert hat, eben akademischen Hintergrund habe und irgendwie mich weiß benehme oder so. Oder halt, also mittlerweile ist das aber nicht mehr eine Frage, die ich mir stelle, weil ich jetzt mittlerweile auch mehr Vertrauen in mein eigenes Schreiben gefasst habe und weiß halt, dass das auch einfach gut ist, was ich mache. Aber das ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall so Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und haben die Menschen jetzt salopp gesagt, mit bequemem Migrationshintergrund mehr Chancen auf dem Buchmarkt und eine
größere Wahrscheinlichkeit, gehört zu werden. Magda, vielleicht kannst du da einen kleinen Eindruck zu geben. Also da kann ich jetzt nur von Buchhändlerinnenseite aus sprechen und von meinen Beobachtungen, was irgendwie vielleicht, sagen wir mal, typische weiße deutsche LeserInnen kaufen. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass da die bequemeren Bücher noch eher gekauft werden. Also auch wenn jetzt Leute anfangen, und das beobachte ich auch, dass bei uns, bei unserer Kundschaft immer mehr auch weiße KundInnen anfangen, gezielter darauf zu achten, Büchern von Schwarzen und AutorInnen of Color zu lesen oder auch eben mehr Bücher von Frauen zu lesen und nicht mehr so viele Männer und so. Da wird schon drauf geachtet, aber dann findet diese, ich sag mal, Radikalisierung schon irgendwie stufenweise statt. Also da wird dann schon auch erstmal zu den Bestsellern, die dann zum Beispiel in Deutschland erscheinen, weil sie in Amerika irgendwie krasse Bestseller waren und große Preise gewonnen haben. Und zu denen wird schon irgendwie als erstes gegriffen. Also da kann ich zum Beispiel sagen, um ganz konkret zu werden, jetzt eine typische weiße deutsche Leserin, die zu mir in den Laden kommt und sagt, sie möchte jetzt endlich mal was von einer schwarzen Frau lesen, die greift eher zu Amerikaner von Chimamanda Adichie, als sie jetzt von sich aus zum Beispiel zu Biskaya greifen würde. Also da müsste ich dann wirklich sehr aktiv irgendwie eingreifen und mit meinen Empfehlungen irgendwie versuchen, gegenzuhalten. Was ich auch versuche zu machen, wenn die Leute mich nach Empfehlungen fragen, dann versuche ich immer, die unbekannteren Bücher, die kleineren Verlage, die ungewöhnlicheren Texte irgendwie zu empfehlen. Aber da bin ich, also ich glaube, wenn wir das nicht machen würden, dann würde schon mal mehr, viel mainstreamiger gekauft werden, auch von unseren KundInnen. Das ist ja, glaube ich, als Buchhändlerin für dich auch so ein schmaler Grat, dass du einerseits denkst, okay, wir müssen Bücher verkaufen und andererseits aber eben nicht nur die Mainstreamigeren oder die, die von alleine gut gehen, verkaufen möchtest, oder? Genau, und dann ist natürlich auch jetzt noch so, dieses Problem mit der Homogenität der Branche setzt sich ja im Buchhandel fort. Also ich meine, ich bin weiß, mein ganzes Team, also ist nicht mein Team, alle meine KollegInnen in der Buchhandlung, wir sind auch alle weiß und auch die KollegInnen, die ich aus anderen Läden kenne. Das heißt, ich bin ja auch eine Gatekeeperin in gewisser Weise und es ist sowas, ich lerne auch noch und ich versuche dann weiterzugeben und ich versuche dann die Bücher zu pushen, wo ich es wichtig finde, aber das ist natürlich trotzdem auch ein Problem, dass es, wo ich als weiße Frau und Leserin jetzt irgendwie beschließe, das sind jetzt die Bücher, wo ich von zum Beispiel dann schwarzen AutorInnen oder queeren AutorInnen, wo ich jetzt beschließe, das ist jetzt eins, für das setze ich mich ein. Und das ist natürlich auch eine riesige Verantwortung und das finde ich auch selber schwierig, dass ich da so in dieser Rolle stehe und irgendwie das Gefühl habe, das ist was ich machen muss. Aber es braucht natürlich, eigentlich brauche ich KollegInnen, die selber andere Hintergründe haben als ich und die aus einer anderen Perspektive heraus diese Bücher bewerten und dann diese Bewertungen weitergeben an die KundInnen. Ja, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, auf die Homogenität generell in der Buchbranche. Ansonsten hätte ich an Schwarz-Rund erstmal die Frage, wie hast du das erfahren, von wem kriegst du Rückmeldungen auf deinen Roman und wie war da so deine erste Erfahrung, wie denn da rausgekommen ist? Mein Buch wird eigentlich sehr breit gelesen. Ich glaube, in Deutschland ist halt einfach der gesellschaftliche Durchschnitt ja auch noch immer größtenteils weiße Personen. Dementsprechend habe ich auch eine breite weiße Leserinnenschaft, auch durch alle Altersgruppen hindurch zum Glück. Also die ganz Jungen nicht, aber das ist mit dem Buch auch ganz gut. aber was ich daran wichtig finde, ist, nur weil ich kein weißes Publikum imaginiere, heißt es nicht, dass mein Buch nicht von weißen Leuten gelesen werden kann. Und ich glaube, das ist so ein Fehlschluss, den wir ganz, ganz lange in Deutschland gezogen haben. Und ich hoffe, dass Bucherfolge der letzten Jahre, wie eben The Hate U Give, wie eben Children of Blood and Bone und so weiter und so fort, beweisen, dass
auch weißes Publikum mittlerweile gelangweilt davon ist, dass alles ihnen so vorgekaut wird. Weil das ist ja das, worüber wir eigentlich reden. Also das Buch schreibe ich und 100% von 100% sind verständlich für die Person, die ich imaginiere. Also es kommt ja aus einer Medienanalyse, Kulturwissenschaftsecke, diese Idee überhaupt. Und ich glaube, das, was aber ein Buch interessant macht, ist gar nicht das, was ich verstehe, sondern das, was ich nicht verstehe. Und die Frage ist, wie ich mich damit fühle. Und ich glaube, das ist eben das, weswegen einfach deutsche Kunst generell nicht sehr jung rüberkommt, weil es sehr verständlich und didaktisch sein muss, angeblich, würde ich sagen. Weil allein in den 4 Jahren von Veröffentlichung bis jetzt, was sich da getan hat auf dem Buchmarkt, ist wirklich beeindruckend, auch in Deutschland. Und weiße Personen, die mein Buch lesen, feiern genau das. Die sagen, ja, endlich mal ein Buch auf Deutsch, was mir nicht die ganze Zeit Rassismus erklärt, sondern einfach von einem Leben erzählt. Es ist endlich nicht ein Lehrbuch, sondern es ist eine Geschichte. Es ist wirklich eine ausgedachte Welt, in der ich mich bewege und mich mit Problemen beschäftige. Und es gibt irgendwie einen Charakter, der sich entwickelt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das dreht sich auch so ein bisschen im Kreis, dieses, es muss doch dafür gedacht sein. Deswegen schreiben wir es so. Deswegen muss doch alles so sein. Ich glaube, es gibt da einen Ausweg und andere Länder zeigen uns den auch gerade so ein bisschen. Und brauchen wir davon noch mehr von solchen Geschichten, die einfach nur erzählen? Oder haben wir es schon, aber finden es nicht? Ich würde immer sagen, beides. Also ich glaube, gerade mit dem, dass wir eben nicht mehr nur Programmverlage haben, nicht mehr nur große Verlage und kleine Verlage, sondern die Selbstpublizierer*innen, die Leute, die Bücher über E-Mail-Newsletter veröffentlichen und so weiter und so fort, einfach verschiedene Modelle von Publizieren zugänglicher werden für eine größere Menge von Menschen. Ja, wir brauchen mehr. Deswegen bin ich ja auch nicht für den Begriff Diversität, sondern Dekolonialität. Also ich will, dass das alles dekolonialisiert wird. Ich will, dass das alles ganz, ganz anders und auseinandergenommen wird. Also ja, es gibt schon viel und das sollten wir feiern, aber natürlich brauchen wir noch immer mehr. Klar, ich will ja auch mehr Bücher lesen können. Wenn wir jetzt davon sprechen, nicht nur generell so von einem äußeren Blick drauf, sondern auch mal so von Einzelwerken und wie die bearbeitet werden. Magda, du hast das eben schon angesprochen, dass du gesagt hast, die Buchbranche ist sehr homogen und das betrifft aber auch nicht nur, sag ich mal, Buchhändler, sondern das betrifft zum Beispiel auch Lektorinnen und Lektoren und Übersetzer und Übersetzerinnen. Inwiefern machst du da Erfahrungen und wo könnten wir da noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen? Also das ist jetzt eine Beobachtung, die mache ich jetzt nicht als Buchhändlerin per se, sondern als Leserin. Dass mir zum Beispiel immer wieder Bücher auffallen, zum Beispiel gerade meistens Bücher von schwarzen AutorInnen und auch Bücher, die wirklich einen ganz konkreten Bezug haben oder sich ganz konkret mit dem Thema Rassismus befassen, dass die oft unglaublich schlecht oder ungenügend oder verfälschend übersetzt werden. Und da ist halt das Problem, dass auch die Übersetzerbranche, also die meisten ÜbersetzerInnen und die erfolgreichen ÜbersetzerInnen und die lukrativen Aufträge kriegen, sind halt leider auch weiße Personen, denen, wenn sie jetzt nicht irgendwie ganz speziell Kulturwissenschaften und Anti-Rassismus-Arbeit und Critical Whiteness Studies und so weiter irgendwie studiert haben, dann fehlt denen da ja Wissen. Also das sind einfach Übersetzer, die übersetzen halt die Texte, die ihnen vorgelegt werden. Und ich habe das Gefühl, als Leserin, da geht oft was schief. Und das ist ein Problem und da weiß man auch nicht, das fällt dann auch in den Lektoraten vielleicht nicht auf, diese Probleme, weil auch diese Lektorate eben die Expertisen nicht haben. Und dann müssen sie entweder Leute einstellen, die diese Expertisen haben, und zwar fest anstellen. Oder es muss sich zumindest etablieren, dass man sich Experten mit ins Boot holt, wie Stichwort Sensitivity Reading, was ein Konzept ist, was aus Amerika quasi rübergeschwappt ist zu uns und was sich jetzt hier zum Glück auch ein bisschen mehr etabliert, aber noch viel zu unbekannt ist. Vielleicht gibst du auch mal 2, 3 Stichworte dann dazu. Also Sensitivity Reading ist quasi, das sind Leute, die sich externe BeraterInnen für Verlage und so weiter zur Verfügung stellen, die eben
durch ihre eigene Expertise, durch ihre eigene Identität verschiedene Intersektionen der Marginalisierung selber leben und die deswegen Bücher, die bestimmte Themen wie Rassismus, wie Queerness, wie Transsexualität und so weiter behandeln, eben gegenlesen können und darauf hinweisen können, wo da vielleicht irgendwas problematisch ist in der Darstellung. Habt ihr anderen beiden dazu auch Erfahrungen, die ihr noch mit uns teilen möchtet? Also ich benutze das Konzept auf jeden Fall, wenn ich Geschichten schreibe. Also vor allem, wenn ich über Transsein und Translebensläufe schreibe, weil ich selber Cis-Privilegien in Deutschland habe. Und das Konzept ist, also eigentlich finde ich das so seltsam, dass es extra benannt werden muss oder überhaupt so herausgestellt werden muss, weil zum Beispiel, wenn jemand, der nicht Geschichte studiert hat, einen Historienroman schreibt, nimmt der sich auch die Zeit, das zu recherchieren. Und wenn das nicht passiert, wird irgendwer sagen, Moment, das ist irgendwie komisch, oder fragen, hey, jetzt hast du uns diesen 600-Seiten-Roman hingelegt, bist du dir der Daten sicher? Also wie können wir dieses Buch vermarkten? Wir haben nicht die Ressourcen, da auf Nummer sicher zu gehen. Also bitte sag uns, woher diese Informationen kommen. Und eigentlich wünsche ich mir, dass eben Sprachkultur und Culture, also im Sinne von marginalisierten Kulturen in einzelnen Ländern, genau dieselbe Wertschätzung einfach erfahren. Im Sinne von, okay, jetzt hast du das klassische Beispiel, weiße Männer, die Geschichten über Geflüchtete schreiben. Jetzt hast du diese Geschichte geschrieben. Woher kommen die Informationen? Mit wem hast du kommuniziert? Also ich glaube, das muss noch viel früher ansetzen und dann eben quasi auf jeder Ebene die gleiche Gewohnheit und Gewöhnlichkeit kriegen, wie jedes andere Thema auch. Also wir überprüfen ja auch Jahreszahlen. Wir gucken, ob Wörter richtig geschrieben sind. Also für einen Text, der vollständig ist, sollte das genauso dazugehören. Also dass wir da nochmal eine Art von Selbstverständlichkeit entwickeln, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht da ist. Mhm. Es gibt auch unterschiedliche Hashtags, unter denen man seine eigene Welt etwas erweitern kann. Wir würden mal auf 1, 2 schauen wollen. Magda, du hast Hashtag Frauenlesen, liegt dir so ein kleines bisschen am Herzen. Sagen wir mal, mein Einstieg in den online-literarischen Aktivismus irgendwie. Also vor ein paar Jahren hatte ich halt irgendwie so einen kleinen Twitter-Account, hatte den hauptsächlich, um irgendwie irgendwelchen berühmten Leuten zu folgen und da ein bisschen mitzulesen, und habe irgendwie selber nicht viel gemacht und so. Und dann hat aber vor ein paar Jahren mal zum Weltfrauentag am 8. März eine österreichische Journalistin darüber getweetet, dass sie seit Anfang des Jahres nur noch Bücher von Frauen liest und dass sie am liebsten überhaupt nie mehr damit aufhören will, weil ihr das so gefällt und so gut tut und sie so wichtige Sachen entdeckt, und hat diesen Hashtag Frauenlesen gestartet. Und unter diesem Hashtag haben sich jetzt in den letzten 4 Jahren halt ganz viele tolle Sachen ergeben, und es wurde aufmerksam gemacht auf vergessene, übersehene Autorinnen, natürlich auch auf lebende Autorinnen, aber auch auf viele, die seit Jahrzehnten vergriffen sind, obwohl sie wichtige Stimmen waren, die aber in der Literaturgeschichte nicht stattgefunden haben und so. Genau, damit fing es an. Und inwiefern bist du dem dann noch weiter gefolgt, und inwiefern hat das, sag ich mal, jetzt deine Welt noch erweitert, der Hashtag Frauenlesen? Also ich habe dann auch damals 2016, als dieser Hashtag angefangen hat, da habe ich auch angefangen, bewusst darauf zu achten, von wem lese ich eigentlich Bücher. Und damals habe ich eben dann erstmal so mit dieser sehr strikten binären Geschlechtertrennung quasi angefangen und angefangen zu zählen, wie viele Bücher von Männern habe ich in den letzten Jahren gelesen, wie viele Bücher von Frauen habe ich gelesen, und habe dann auch so für mich entschieden, okay, das waren schon meistens mehr Männer und das ist ein Ungleichgewicht, und mich interessiert eigentlich andere Dinge viel mehr und es gibt so viel zu entdecken, und deswegen habe ich angefangen, erst selber bewusst hauptsächlich Bücher von Frauen zu lesen, und bin dann, das war so mein Einstieg, und habe dann eben festgestellt, ja, es sind aber nicht nur die Frauen und die Männer, so da gibt es so viele Bereiche, wo ich irgendwie so ein einseitiges Bild hatte in dem, was ich gelesen habe. Weil zum einen schon die Aufteilung in Frauen und Männer ist ja problematisch, weil es gibt auch genderqueere und nicht-binäre AutorInnen, die noch viel, viel unterrepräsentierter sind in der Literatur als Frauen. Und dann eben
als ich 2016 anfing und dann am Ende des Jahres 2016 irgendwie hatte, ah cool, ich habe jetzt 80% Bücher von Frauen gelesen, waren es aber trotzdem halt auch dann quasi 80% Bücher von weißen Frauen. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, ich habe jetzt eine Achse irgendwie angefangen zu bedenken, aber habe dafür meine Augen vor ganz vielen anderen Bereichen verschlossen und habe trotzdem noch ein sehr einseitiges Bild und so. Und da habe ich auch noch einen langen Weg vor mir, weil eben, wie gesagt, es geht dann darum, nicht nur Bücher von weißen Frauen, nicht nur Bücher von hetero Frauen, nicht nur Bücher von cis Frauen zu lesen und so. So setzt sich das irgendwie fort und so versuche ich irgendwie mein Lesen und meine Lektüren insgesamt einfach viel mehr der Realität, der gesellschaftlichen Realität auch anzupassen. Also da können Konsumenten und Konsumentinnen auch was noch dran schrauben. Auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Mhm. Dennis, wie erlebst du das bei dir? Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich meine, ich bin ja auch Germanistin. Das heißt, ich habe auch alle weißen Männer jetzt auch durchgelesen schon. Und mir ist eigentlich auch das Gleiche aufgefallen. Und ich versuche mich da ähnlich durch, also langsam vielfältiger zu lesen auf jeden Fall und nochmal rückgreifend auf, was Magda vorhin gesagt hat, dass wenn man anfangen will, Frauen of Color oder eben schwarze Frauen zu lesen, habe ich auch so bei mir festgestellt, dass ich so den Drang hatte, erstmal auch so eine Art Kanon auch in der Hinsicht aufzuarbeiten. Also, dass ich da auch angefangen habe, erstmal Toni Morrison zu lesen oder so. Und das war bei mir zumindest so der Grund, dass ich eben das Gefühl hatte, da ist auch quasi schon ein Kanon, den ich aber noch gar nicht kenne. Und ich habe da auch erstmal quasi an der Spitze der Pyramide angefangen oder so. Ja. Ja, ich glaube, da muss man sich doch auch erstmal ein bisschen durcharbeiten oder zumindest auch Hilfe beim Durcharbeiten haben, dass hier so die eigene Perspektive dann so aufgeht. Wir haben kurz, als wir schon mal gesprochen haben, Schwarzrund, über einen anderen Hashtag noch gesprochen. Ich glaube, du wusstest nicht mehr genau, wo in deiner Timeline, die mittlerweile voll von vielen Beiträgen ist, er noch ist. Aber ich fand ihn ganz spannend, deswegen gib uns doch mal einen kurzen Eindruck davon. Also ein Hashtag, den ich in den letzten Tagen sehr, sehr wichtig fand, hat offengelegt die Honorare, die Leute zum Beginn ihrer Buchveröffentlichung erhalten haben, also für das Manuskript. Und dort haben weiße Autorinnen das offengelegt, Autorinnen of Color und schwarze Autorinnen. Und haben dazu auch geschrieben, wie quasi die Erfolgschancen von dem Buch waren. Also ob sie quasi in einem Subgenre vom Subgenre des Spezialgebietes waren oder doch relativ breit konsumierbar. Und es war eben total spannend zu sehen, dass selbst die Bücher, die quasi sehr mainstreamig sind von AutorInnen of Color und schwarzen AutorInnen, trotzdem massiv viel weniger Geld gekriegt haben wie komische 17-teilige Fantasy-Romane in irgendeinem Subgenre. Und das fand ich eben total wichtig, auch nochmal zu zeigen, dass dieses Andersbeschreiben, was wir ja eigentlich auch zwangsläufig durch diese Veranstaltung wieder machen, sich halt auswirkt auf allen Ebenen, ne? Weil dadurch kriegen halt auch Verlage wieder das Argument zu sagen, aber es ist ja auch schwierig. Und damit will ich gar nicht die Veranstaltung kritisieren, nur das ist quasi das Problem, in dem wir kulturell so ein bisschen festhängen. Dieses, wir müssen einerseits beleuchten, was anders behandelt wird, und andererseits durch dieses Beleuchten machen wir es unglaublich anders. Und deswegen finde ich es total gut zu gucken, wie komme ich raus aus dieser Kanon-Ecke. Und für mich hat da total der Hashtag geholfen, Hashtag Own Voices. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, also eigene Stimmen auf Englisch quasi. Und das Großartige daran ist, dass es quasi nicht an eine Identität gebunden ist. Also ich muss mich gar nicht erst durch den schwarzen feministischen Kanon arbeiten, um dann etwas anderes zu lesen, sondern ich finde zu allen Identitäten, die es gibt, nur Bücher, die Own Voices sind. Und deswegen lese ich gerade zum Beispiel ein Buch über Sklaverei in der Jetztzeit aus eigener Perspektive. Da wäre ich nie hingekommen. Ich google nie Sklaverei als Literaturthema, aber über diesen Hashtag habe ich das dann gefunden. Habt ihr anderen was vorher gesagt? Ja, das hat mir auch noch geholfen, die Perspektive so ein bisschen zu erweitern. Das war so ein Zugang, der es mir erleichtert hat. Also ein Hashtag im deutschsprachigen Raum, der jetzt
noch vielleicht ein bisschen in Anlehnung an Hashtag Own Voices ist und auch an Hashtag Frauenlesen und das noch erweitert ist, Vielfalt durch Lesen, der auch eben noch mehr dieses Thema so ist. Frauenlesen ist eben schon sehr beschränkt auf ein Thema und auf einen Unterschied, jetzt den Geschlechterunterschied, aber so Vielfalt durch Lesen heißt eben mehr und das heißt nicht nur, ja, ich lese jetzt nur noch Frauen, sondern allgemein eben diese Vielfalt und ich lese Bücher von den verschiedensten Stimmen und aus den verschiedensten Erfahrungswelten. Ich glaube, damit sind wir schon bei einem Teil angekommen, mit dem wir uns langsam voneinander verabschieden können. Und zwar mit Empfehlungen. Das finde ich immer ganz schön. Vielleicht gibt es noch Buchempfehlungen, wo ihr sagt, das ist sowas, das habe ich in letzter Zeit gelesen, das fand ich toll, das hat mir geholfen, das war besonders. Da würde ich euch jetzt gerne noch eine Plattform zu bieten. Also ich habe, also, das, oh, sorry, willst du zuerst? Also das war jetzt auch ziemlich in aller Munde, aber das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, nämlich 1000 Serpentinen Angst von Oliver Wenzel. Hat mich sehr begeistert in letzter Zeit. Weil? Weil es sowohl formell als auch sprachlich und inhaltlich sehr besonders war, fand ich, und sehr also mich sehr berührt hat in die, sowohl die Geschichte als auch die Form. So. Ja, ein Buch, was mich total beeindruckt hat dieses Jahr, ist ein Buch, was bei einem Indie-Verlag erschienen ist, nämlich das Buch Schläge von der indischen Autorin Meena Kandasamy, was in deutscher Übersetzung von Karin Gerwig im Kulturbox Verlag erschienen ist. Und das ist ein Roman, der autobiografisch inspiriert ist, aber schon eine literarische Verarbeitung ist, also schon eindeutig ein Roman. Und zwar, es geht darin um die Erfahrungen der Protagonistin mit häuslicher Gewalt in ihrer Ehe. Und das ist ein sehr hartes Buch, aber es ist in dieser literarischen Umsetzung und in der Sprache, die die Autorin, die selber ähnliche Erfahrungen gemacht hat, findet und ihrer Protagonistin gibt, um eben diese Gewalterfahrungen zu beschreiben und diese Dissoziation, die damit einhergehen und dieses Verlieren der eigenen Stimme und der eigenen Geschichte, die sie sich erst wieder erkämpfen musste, also die Sprache, die Meena Kandasamy dafür findet, hat mich wahnsinnig umgehauen. Das ist so ein Buch, das da muss man sich bewusst machen, es ist schwer zu lesen und es ist brutal zu lesen und alle Triggerwarnungen, die es gibt dafür, aber wow, das, also so sehr hat mich schon lange nichts mehr beeindruckt. Ich habe gerade aufgrund der aktuellen Situation ganz hektisch angefangen von Kimberly Jones das Buch zu lesen, I'm Not Dying With You Tonight, das hat sie in Co-Autorenschaft geschrieben, das ist nominiert für den NAACP Image Award und es handelt von zwei jungen Frauen, eine schwarz, eine weiß, die ja, also klassisch Young Adult Novel, verschiedene Probleme erleben, es geht um Basketballteams und so weiter und so fort. Ich möchte das Buch unbedingt erwähnen, einerseits, weil es genial geschrieben ist und falls ihr einen Eindruck davon haben wollt, wie unglaublich grandios Kimberly Jones mit Worten umgehen könnt. Gerade kursiert ihre Rede, die sie gehalten hat zur aktuellen Situation der Black Lives Matter Bewegung sehr breit im Internet. Und die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es sind, also selbst John Oliver hat gesagt, es sind die 7 wichtigsten Minuten, die wir uns gerade anhören sollten. Und ich kann das definitiv unterschreiben. Und dieses Zusammenfassen von so viel Geschichte in einer leichten Young Adult Novel ist sehr beeindruckend. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind wertvolle Tipps, die wir noch mitnehmen. Was ich auch noch mitnehme, das fand ich auch sehr spannend, was du gesagt hast, Schwarzrund, dass wir jetzt in diesem Panel über Diversität sprechen und es damit ja wieder zu einem Thema machen. Da wäre dann so eine meiner letzten Fragen, würdest du dir wünschen, dass man da irgendwann nicht mehr drüber sprechen muss aktiv? Oder kommen wir aus diesem Loop einfach nicht raus, dass wir eben Dinge benennen müssen und gleichzeitig sie dann zu einem etwas spezielleren Thema erklären?
Ich glaube, das ist eines der Lieblingsprobleme von Menschen aus meiner Forschungsrichtung, weil selbst Stuart Hall, schwarzer Sozialforscher aus UK, der leider vor kurzem verstorben ist, hat es genau schon festgeschrieben, dieses, wir müssen Identität immer wieder benennen, um Politiken, um Repräsentation, um Räume einzufordern, und gleichzeitig schreiben wir genau dadurch halt eben auch fest, dass es dann wieder die andere Literatur ist, die andere Geschichte, die vor allem erstmal beschrieben wird, als eine Migrantin hat geschrieben, das tralala, statt zu sagen, diese großartigen Worte kommen von tralala. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das zu lösen ist, erst recht nicht durch eine Veranstaltung oder so, aber es ist quasi etwas, dessen wir uns bewusst sein sollten. Und ich würde mir halt wünschen, zum Beispiel Dennis dann nicht nur in solchen Panels zu sehen, sondern auch in Panels, wo es um, wie hast du das geschrieben oder was ist deine Technik oder all diese Fragen geht, die halt Autorinnen die der Majorität, also der Mehrheitsgesellschaft angehören, beantworten dürfen. Und wir sind genauso Schreibnerds und würden voll gern darüber reden. Genau. Das finde ich schon ein wahnsinnig gutes Schlusswort, was ich gerne auch so stehen lassen würde, wenn jetzt keiner anderen mehr was auf der Seele brennt, wo sie sagt, nee, das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden dazu. Nein. Dann sage ich, das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde, das ist was, was ich sowohl im Kopf als auch im Herzen mitnehme, und ich hoffe, ihr auch und sie auch. Ich sage euch danke, dass ihr dabei wart, und wünsche euch eine gute Zeit und noch viele, viele gute Beiträge und Bücher, die ihr in die Gesellschaft mit reingebt. Ich hoffe, wir konnten wenigstens ein mini bisschen die Welt erklären und ein bisschen anders machen. Das ist ja immer ein kleiner Baustein unter vielen. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, Sie konnten auch und ihr konntet auch was mitnehmen. Musik